81-jähriger Fußgänger von Auto überrollt. Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen bei einer Wallfahrtsveranstaltung in Malsch im Rhein-Neckar-Kreis. Ein 86-jähriger Daimler-Fahrer verlor laut Polizei aufgrund eines Bedienfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Fußgänger. Das Auto kam erst in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand. Wir waren schon im Einsatz quasi für die Pferdeprozession, die alljährliche, bei der die Pferdebesitzer und Kutschenbesitzer aus der Umgebung hier nach Malsch kommen, um dann hier oben an der Letzenbergkapelle eine Segnung für die Pferde zu erhalten. Und wir waren quasi kurz vor hier oben, vor der Letzenbergkapelle, als wir alarmiert wurden zu einem Verkehrsunfall und haben dann eben hier die Situation vorgefunden, dass ein Fahrzeug in die wartende Menschenmenge gefahren ist und dabei eine Person schwer verletzt wurde. Der 81-Jährige kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. Die 80-jährige Beifahrerin wie auch der Unfallverursacher selbst blieben unverletzt. Am Unfallauto entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.